Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Stuttgart, da waren wir zuletzt unterwegs wegen dem Teil hier hinten. Genau, das läuft ja soweit. Da haben wir eigentlich alles fertig. Da kommen die Züge, die bringen Treibstoff, die LKWs bringen die in die Stadt rein. Hier haben wir ein bisschen viele Leute an den Haltestellen, das haben wir aber auch schon, nicht gelöst, aber zumindest mal verändert, dass wir hier diese, stärkeren Straßenbahn haben. Und was wir auch noch haben, hurra, hurra, hurra. Ja, jetzt spinnt er. Nein, der spinnt nicht. Klar spinnt er, aber er spinnt dann eben doch nicht, denn es gibt ziehbare Zäune. Das ist ja sensationell. Vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren. Das heißt, man muss die Zäune nicht mehr einzeln setzen, sondern man kann das so machen wie beim Fahrradweg oder, ja, wie bei, wo war das noch? Irgendwas kann man doch auch ziehen. Ach so, ja, die Schallschutzwände. Genau, und das kann man jetzt eben mit Zäunen auch machen. Jetzt würde ich sagen, wir düsen mal ganz, ganz schnell nach hier oben. Irgendwo hatten wir doch, ja, den Gedanken, dass das zu gefährlich ist, weil sonst die Kinder reinfallen. Das war doch hier. Ich würde sagen, das testen wir gleich mal. Das war bei den Straßen. Hier haben wir ja nicht nur Zäune, die man ziehen kann, sondern wir können mal gucken. Mal hier runtergehen. Zack, Bäume. Dann haben wir hier irgendwie, was sind das? Büsche mit Baum am Anfang und am Ende. Zaun. Wir gehen mal näher ran. Hier haben wir nur Büsche. Hier haben wir einen anderen Zaun. Hier haben wir, ja, so ein Sicherheitsgitter, wie man es von den Flughäfen her kennt. Hier haben wir Baum mit Busch. Hier haben wir wieder irgendwie nur das. Hier haben wir dieses. Und hier haben wir wieder einen Zaun. Und hier noch einen Zaun, einen Lattenzaun. Nanu, habe ich das Ganze verschoben? Moment. Nee, das ist zweimal drin. BLS Fans 05. Okay. Und hier ist BLS Fans 02. Wo ist denn da der Unterschied? Ist eigentlich kein Unterschied. Sehe ich zumindest nicht. Ist aber komplett egal. Wir brauchen den Zaun. Jetzt ist halt die Frage, welcher Zaun passt am besten an ein Flussufer? Irgendwie schon. Ja, sogar das würde natürlich passen. Das hätte auch was Schönes. Aber ich würde trotzdem gerne einen Zaun haben. Und ich denke, der hier wäre am angemessensten. Okay. Anfang tut das hier hinten. Da haben wir noch eine Straße. Da war die Stadt wieder aktiv und hat uns tatsächlich noch ein Sträßchen unterirdisch in den See reingebaut. Fluss meine ich. Weg damit. Wir machen mal Pause, sonst bauen sie eh gleich wieder. Und schnappen uns hier mal dieses Teil, damit wir das hier wieder in Ordnung bringen können. So, ist auch gar nicht so schlecht. Eben, der Flussverlauf, der ändert sich sowieso noch ein bisschen. Sobald dann die Schneemod weg ist. Oh, da kann man aber auch noch ein bisschen was machen. Wenn die Schneemod weg ist, sollte hier dann, ich weiß gar nicht mehr, was wir eingestellt haben, Sand und Kies oder irgendwie sowas beim Flussufer zu sehen sein. Gut, jetzt aber zurück zu diesem Zaun. Da fängt man hier oben an. Okay, ja, wunderbar, wie man den einfach ziehen kann. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Man kann sogar eine Kurve machen, sehe ich gerade. Sollen wir eine Kurve machen? Wir machen mal eine Kurve. Okay. Ziehen dich weiter hier entlang. Das funktioniert auch prächtig. Moment, da haben wir einen kleinen Konflikt. Dann baut man das einfach in kleineren Schritten. Dann funktioniert das eh schon wieder. Und wenn der ein bisschen krumm ist, ist auch egal. So ein Zaun ist selten sehr gerade. Und dann hat man nämlich mit wirklich sehr wenig Aufwand ein relativ gutes Resultat. Ja, müssen wir anders machen. Okay, dann kappen wir das hier nochmal kurz. Zack. So. Straße nehmen, Zaun nehmen, dann kommst du hier hin. Dann sollte das eigentlich reichen, dass wir hier lang kommen. Sieht auch ganz so aus, wenn wir es so machen. Nein, geht nicht. Wir müssen hier das Ganze nochmal in kleinen Schritten machen. Und jetzt funktioniert es. Jetzt möchte ich das aber wieder gerade haben. Plus, minus gerade. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Herr Heisenberg, haben Sie das tatsächlich aneinander vorbeigebaut? Können wir das zusammenhängen? Nein. Aber wir können hier so einen provisorischen Zaun machen. Dann sieht das ein bisschen so aus. Als hätte man hier nachträglich nochmal was gemacht. So, gut. Ist jetzt nicht so die feine englische Art, aber ich finde es irgendwie cool, weil es realistisch ist. Weil man eben sieht, ja, die haben da irgendwie nachträglich halt nochmal was geändert. Aber ich sehe gerade, andocken in dem Sinn geht nicht. Also, dass wir das hier zusammenhängen. Ja, plus minus, doch, geht auch. Aber das muss man wohl wie beim Flusslauf am besten an einem Stück durchziehen, so wie es aussieht. Deswegen mache ich das auch gerade nicht. Ich sag's noch und dann setze ich wieder ab. So, Moment. So, hier hin.
Und wenn wir jetzt hier wieder ein Problem haben, nee, das geht perfekt. Und jetzt können wir ja mal gucken. Ja, das ist genau, was ich wollte, dass halt der Fluss wirklich abgeschirmt ist hier vom Rest. Mal gucken, ob wir den hier unten auch noch hinkriegen. Ja, da ist Kollege Brücke dagegen. Okay, vielleicht ein bisschen weiter hier unten. Und dann geht das nämlich auch schon. Ja, ist auch in Ordnung. Jetzt muss ich aber tatsächlich dran denken. Jetzt möchte ich das an einem Stück haben. Aber das geht natürlich relativ gar nicht an einem Stück. Nicht, wenn man hier in der Stadt drin baut. Deswegen machen wir es dann halt eben doch. Nochmal einen kleinen Schritten. So, machen wir das mal hier hin. Keine Angst, wir werden jetzt nicht die ganze Folge über Zäune hier installieren. Aber hier, wo wir gerade sind, möchte ich das mal machen. Auch um zu zeigen, wie es funktioniert. Und auch, damit wir eben hier tatsächlich einen Zaun haben. Da wir hier sowieso mal angefangen haben zu bauen. Na, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist kaputt. Und deswegen möchte ich das hier vollenden. So, hier lang. Dann hier hin. Sehr schön, da ist wieder das Häuschen, das können wir lassen. Aber dann gibt es hier nochmal einen. Sobald wir keine Kollision haben. Ja, machen wir das mal so. Dann wird der Garten ein bisschen kleiner, das ist aber auch in Ordnung. Und jetzt hier noch das Ganze abschließen. Dann haben wir diese Seite gemacht. Jetzt haben wir hier doch ein bisschen aneinander vorbei. Das ist aber auch kein Drama. Eben, das sieht dann so aus, als wäre es tatsächlich von Menschen gebaut worden. Wenn es eben nicht perfekt ist. Sieht sogar ein bisschen so aus, als wäre es von mir gebaut worden, wenn es nicht perfekt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, hier die Autobahn. Da müssen wir sowieso über den Fluss rüber. Also können wir auch über den Zaun rüber. Deswegen mache ich den Zaun hier. Das wird nämlich kein Problem geben. Da wir ja eben da in Richtung Höhe gehen müssen. Ja, jetzt möchte ich ihn hier aber doch irgendwie gerader haben. So, da bin ich wieder. Tja, abgestürzt mal wieder, irgendwie beim Zäune bauen. Sachen gibt's, aber jetzt habe ich das nochmal gemacht. Habe gespeichert gemacht und getan, damit das Ganze so funktioniert, wie es angedacht war. Und schaut mal, jetzt haben wir hier diesen Zaun. Das ist doch soweit okay. Hier hinten eben, das können wir eigentlich so lassen, weil hier ist niemand. Hier wird auch nie jemand sein, weil die Straße hier gar nicht rüber geht. Und da wir hier die Schallschutzwände haben, sollte hier auch keiner bauen. Auch keiner auf die Idee kommen, hier die Straße mit der Autobahn zu verbinden. Das hoffen wir zumindest mal. Gut, also Zäune hätten wir. Ich denke, das tut dem Ganzen schon gut. Es sieht ein bisschen noch mehr nach Fluss aus, als es eh schon tut. Hier halt mit diesem, ja, ein bisschen Pseudowasser. Nennen wir es mal so. Jetzt haben wir noch was mit Pseudowasser, nämlich Seen. Da würde ich auch gerne mal noch gucken, wie das aussieht. Aber das müssen wir nicht unbedingt mitten in der Stadt machen. Das können wir eigentlich auch hier oben machen, zum Beispiel so auf einem Berg. Ein bisschen, dass wir so eine Art Bergsee haben. Jetzt würde ich aber hier erstmal eine Vertiefung machen. Aber die vielleicht nicht allzu tief, die Vertiefung. So, dass wir einfach einen See reinkriegen. Denn wenn das zu tief ist, sieht das wahrscheinlich nicht mehr gut aus. Da, ja, ich gehe mal davon aus, das ist das gleiche Material, hätte ich fast gesagt. Die gleiche Textur wie beim Fluss. Und das würde heißen, das Ganze ist irgendwie ein bisschen durchsichtig. Wenn wir jetzt hier zu tief runtergehen, ja, ist eigentlich fast schon zu tief für meinen Geschmack. Dann werden wir das Problem haben, dass man den Grund so weit unten noch sieht und das Ganze einfach nicht wirklich schön aussieht. So, wir machen hier mal nochmal so eine Kuppe. Und jetzt schauen wir mal. Diese Motti ist auch bei den Bäumen, weil der Modder Bäume mag. Das stand schon so beim Fluss, glaube ich. Bäume, Bäume, Bäume. Where are my trees? Da. Mal gucken. Irgendwo müsste hier ein See sein. Das können wir auch so machen. Geht schneller. Da haben wir den Fluss, beziehungsweise die Bäche. Und hier haben wir den See. Schritt 1 im Modus Plan die Wasserhöhe des Sees festlegen. 2 Ufer auf Grund anpassen. Okay, das werden wir hinkriegen. Wir legen mal die Höhe fest mit hier. Und dann passiert... Ja, dann passiert das. Dann haben wir hier einen kleinen Tümpel. Aber es ist ja auch nur mehr oder weniger ein Demonstrationsdingens. Ufer bewachsen. Grund. Sand, Kies oder bewachsen. Wir machen mal Sand auf dem Grund und machen mal füllen. Mal gucken, was passiert. Ja, cool. Ah, da seht ihr aber genau das, was ich gemeint habe. Man sieht auf den Grund. Und dadurch, wenn man das zu tief macht, sieht das mit Sicherheit nicht gut aus. Und jetzt haben wir hier so ein richtiges Loch mit See. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen was reparieren. Hallo? Oh lala. Ah, jetzt geht's. Das war nur ein Lag. Schwein gehabt, ich dachte schon, jetzt nibbelt's wieder ab. Da ist aber gar nichts abgenibbelt. Okay, wir machen das mal mit niedriger Pinselstärke.
dass wir hier ein bisschen korrigierend eingreifen und mal gucken, was draus wird. Dass wir vielleicht ein flacheres Ufer hinkriegen. Das wäre so ein bisschen die Idee. Und wir werden jetzt hier auch nicht stundenlang dran rumüben, sondern wie gesagt, das ist eine Demonstration, auch für mich, um zu sehen, wie das Ganze im Prinzip aussieht. Ja, wie halt so ein See aussieht. Okay, man dürfte aber die Grube ein bisschen weniger tief machen. Dann hat man nicht so dieses, ja, es sieht so wie gegossen aus ein bisschen. Ist zwar nicht schlecht, aber okay, gut. Aus der Erdperspektive sieht es besser aus. Hier kommt das Blau des Sees ein bisschen besser zur Geltung. Hier in die Richtung sieht es fast eher ein bisschen aus, als hätte es Eis drauf. Aber das passt natürlich auch. Wir haben die Schneemod aktiv. Also von daher ist tiefster Winter. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Sag mal, blinkt hier? Ja, wer soll sonst blinken? Gut, hätten wir das Seelein. Das würde soweit auch passen. Gut, wir haben See, wir haben Zaun. Jetzt, was wir nicht haben, das sind neue Züge. Und da würde ich jetzt gerne was machen. Könnten wir natürlich hier von Köln, aber ich würde gerne nochmal zurück nach Stuttgart gehen. Hier haben wir nämlich auch noch einen Bahnhof mit einigen Gleisen, wo wir noch einiges machen können. Wohin gehen wir denn von hier aus? Wir gehen hier sicher nach wie heißt das gerade nochmal? Altgut, genau, nee, Blödsinn, das ist woanders und heißt nicht Altgut, sondern was anderes, Altgallau, okay. Altgut, nee, hier oben ist gut und zwar Detzelgut, genau. Da gehen wir aber hin, nehme ich zumindest mal an, hier geht eine Bahn rauf, doch, doch, das funktioniert soweit. Wo wir nicht hingehen, das wäre nach Frankfurt, würde ich behaupten. Wir haben hier keine Strecke. Das wäre doch was. Denn hier oben, da fehlen auch noch Züge. Dann können wir wieder mal einen schönen Personenzug machen. Gleise haben wir. Das geht hier runter. Moment, jetzt muss ich aber gucken. Aber das geht hier nach München und nicht nach Frankfurt. Nach Stuttgart. Habe ich dann? Ja, jetzt habe ich es. Also Stuttgart. Welches Gleis? Oder wie machen wir das genau? Sollen wir hier quer durch? Das wäre irgendwie fast am naheliegendsten. Weil nach da müssen wir nicht nach München. Da haben wir eine Verbindung. Hier rauf haben wir eben auch eine. Also es wäre eigentlich am naheliegendsten, hier einfach gerade raus zu düsen. Wo können wir das? Das können wir, indem wir zum Beispiel das hier unterirdisch machen. Dass wir hier einen Tunnel machen. Wir schauen mal, was wir an Linien zur Verfügung haben. Aha, beziehungsweise nicht zur Verfügung haben, sondern was uns sozusagen im Weg wäre. Ja, alles klar. Also die beiden Gleise, die haben wir. Dann müssen wir das hier nochmal kappen. Oder wir könnten hier natürlich eine Flying Junction installieren. Auf der anderen Seite, hier haben wir noch einen Güterbahnhof. Hier möchten auch noch Gleise lang. Je mehr wir jetzt hier verbauen, desto schwieriger wird das dann. Von daher machen wir das anders. Wir kappen das. Nehmen uns das Gleis. Und gehen hier, wenn es irgendwie machbar ist, unter die Erde. Mal schauen. Das müsste eigentlich schon klappen. Denkste. Aha, das geht nicht. Aber auf eine Brücke rauf müsste funktionieren. Was so machen. Mal hier rüber gehen. Jawohl, dann haben wir eine Brücke. Also das funktioniert. Ist dann eher ungewöhnlich, aber ich mag halt sowieso Brücken relativ gerne. Dann haben wir das mal aber bis hierhin aufgeschüttet. Jetzt muss ich gucken wegen dem Gleis. Das müsste eigentlich auch klappen. Wir bauen es mal. Nehmen das mal mit. Machen eine Weiche. Was wir haben, das haben wir. So, hier runter. Das geht wieder nicht. Da muss ich nochmal ein bisschen näher ran. Beziehungsweise nicht mal näher ran, sondern aus der anderen Richtung versuchen. Und dann funktioniert es auch. Gut. Dann müssten wir doch hier jetzt eigentlich auf eine Brücke raufkommen. Aha. Moment, ich wollte das hier eigentlich... Oh, geht das nicht? Dass ich das hier noch ein bisschen weiter nach vorne ziehe. Doch, das geht, wenn man näher rangeht. So, dann können wir nämlich jetzt hier vernünftig rüber. Mit dieser Brücke. Machen das mal so. Und machen hier aber durchaus irgendwie eine andere Brücke hin. Zum Beispiel die. Die haben wir noch nicht allzu oft. Ja, und die Ausrichtung, die wäre dann aber nicht hier lang, sondern hier lang. Und das gerne mit einer Brücke. Mit einer Brücke. Gerne mit einem weiteren Pfeiler. Das war die Idee. Ja, kann man so machen. Dann können hier eigentlich sogar noch weitere Gleise lang, falls wir hier noch mit Weichen rausgehen. Das würde eigentlich klappen. Nur hier noch ein bisschen runtergehen. Wirkt sie ein bisschen gebogen. Machen wir es so. Wirkt immer noch ein bisschen gebogen. Ist aber okay. Was wir jetzt dahinter machen, das gucken wir gleich. Ihr ahnt es. Entweder eben weiter die Brücke oder einen Damm. Mal gucken, ob hier ein Damm hinpasst. Wir werden uns das jetzt mal ansehen. Also das eine werden wir natürlich noch aufschütten.
Ja, haut mich jetzt nicht um, so auf der freien Fläche, ich weiß nicht. Also, Damm? Wo war denn mein Damm? Da ist mein Damm. Da machen wir hier natürlich zu. Das heißt, wir kämen, ja, hier mit einer Weiche kämen wir noch lang. Und hier könnten wir auch noch was mit Weichen machen und hier auch. Würde mir eigentlich schon gefallen, wenn hier ein Damm wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen hier den Damm hin. Zack. Wunderbar. Hier ist ja auch ein bisschen Industriegebiet noch auf der Seite draußen. Also das ist eigentlich eh okay. Ausrichtung, wo müssen wir denn lang? Im Prinzip müssen wir hier irgendwie in diesen Bereich rein, damit wir da in den Bahnhof reinkommen. Das heißt, wir düsen jetzt hier erstmal einfach rüber. Straight ahead. Und haben hier dann je nachdem wieder eine Unterführung oder eine Brücke. Ich würde sagen, eher eine Unterführung wahrscheinlich. Und dieses Gleis können wir natürlich auch noch anderweitig nutzen. Nämlich mit den Güterzügen. Dass wir hier vielleicht sogar gucken. Ja, was machen wir hier hinten? Hier hinten machen wir in dem Sinn nichts. Hier bringen wir nur Treibstoff hin. Aber dass wir von hier oder da oben Treibstoff holen und dann darüber gehen und vielleicht irgendwie in dieses Gleis reinkommen. Ja, das werden wir dann sehen, wenn wir zum Thema Güter kommen da hinten. Frankfurt hat, glaube ich, doch Nahrung haben sie. Irgendwas haben doch da letztens gemacht. Ich glaube, Nahrung haben sie. Irgendwas anderes haben sie aber noch nicht. Deswegen werden wir da sicher demnächst auch mal noch vorbeischauen wieder. Ja, und das funktioniert sogar. Da hätte ich gerne meine Röhre. Wäre dann so. Mal hier noch ein bisschen weiterziehen. Kommt die Röhre näher an die Gleise ran. Das fände ich eigentlich eh schon mal okay. Jetzt muss ich aber schnell gucken. Nee, so geht's nicht. Aber so geht's. Gut. Kommen wir da wieder raus? Das ist halt die Frage. Deswegen würde ich es dann doch lieber kürzer bauen, weil dann können wir hier schneller wieder raus. Das Problem ist einfach, wir sind dann zu weit weg für meinen Geschmack von dem bestehenden Gleis da. So ist es okay. Das können wir machen. Röhre haben wir. Und jetzt gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Wobei, hier oben haben wir eh gleich nochmal. Aber da haben wir eine Brücke. Moment, Moment, Moment. Wenn wir rauskommen... Ja, das sieht nicht danach aus. Holala, okay, wir kommen gar nicht mehr raus, sehe ich da gerade, weil hier geht es natürlich auch noch aufwärts. Also, das funktioniert so nicht, beziehungsweise, das können wir natürlich jetzt so machen. Wenn wir hier einfach ein Teil kappen, dann würde das Portal ja stehen bleiben. So, zum Beispiel so. Na, das ist doch eigentlich auch eine Idee. Hallo Güterzug, du kriegst hier Gesellschaft. So. Hier in die Höhe. Mal gucken, ob das was bringt, weil wir früher rausgehen. Bringt auch nichts. Halleluja. Okay. Dann fahren wir, im Tunnel nach Frankfurt. Nein, das machen wir nicht. Hier oben kommen wir raus. Okay, das ist zwar nicht so schlecht. Dann haben wir aber einen relativ langen Abschnitt tatsächlich unter Tage. Das haut mich irgendwie nicht um. Ich möchte, wenn es irgendwie geht... Ja, das wird aber auch eher eng. Wenn wir hier ein Gleis lang ziehen, ob wir da unten durchkommen. Also wir kommen natürlich mit dem Gleis unten durch. Ja, das würde doch, das würde knapp gehen. Würde mir fast besser gefallen, dass sie hier nochmal kreuzen. Aber wenn wir hier natürlich nicht wieder rauskommen, funktioniert es nicht. Dann müssten wir hier auf eine Brücke rauf, damit das klappt. Und ich fand jetzt dieses Tunnel hier gar nicht mal so schlecht. Mit dieser Röhre, die hier unter den anderen Gleisen durchführt, ist nicht komplett daneben. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Machen wir mal. Und jetzt gucken wir, wie wir das genau hinkriegen. Bräuchte ein Gleis. Dankeschön. Nur hier ein bisschen runtergehen. Dann kommen wir da raus. Aber das bringt uns natürlich nichts, weil das ist komplett doof. Hier dann einmal eine Kurve zurück. Möchte ich tatsächlich nicht haben. Aber wenn wir es so machen, müssen wir tatsächlich uns damit abfinden, dass wir erst da oben wieder rauskommen. Sollen wir das Ganze nochmal kappen und eine Brücke machen? Wisst ihr was? Wir testen es einfach mal. Wir haben die Zeit, wir haben das Geld, beziehungsweise Geld interessiert uns nicht, weil wir ohne Kosten spielen. Also testen wir das Ganze doch einfach. Und wenn jetzt die Brücke auch nicht wirklich schön ist, dann machen wir eben wieder das Tunnel. Das ist eigentlich ganz einfach. So, hier kurz Operation. So. Hier auch noch Operation. Hier vorne nochmal ein bisschen. Und jetzt müssten wir hier eigentlich auf eine Brücke raufkommen. Ohne dass das Probleme gibt, hoffe ich mal. Werden wir gleich wissen. Ja, denkste. Das gibt eben auch Probleme, weil es hier aufwärts geht. Na Halleluja, das funktioniert ja fast noch besser wie das Tunnel. Dann haben wir eine Kreuzung. Möchte ich nicht. Mit M und N kann ich da auch nichts korrigieren. Okay, das geht nicht. Dann müssen wir tatsächlich nochmal... Ja, das geht auch nicht.
Da kommen wir nicht rüber. Okay, dann müssen wir hier tatsächlich anders agieren. Wie machen wir das denn? Vielleicht früher Höhe gewinnen? Ob das was bringt, wenn wir eben aufwärts bauen, ist natürlich ein bisschen die Frage, aber wir werden es rausfinden. So, hier hin und dann maximale Steigung. Ja, dann kommen wir auf die Brücke, oder? Doch, das müsste, ja, sowas ähnliches wie eine Brücke. Ist aber nicht das, was ich wollte. So wird es gehen. Moment. Oh, gleich stürzt es wieder ab. Ich sehe es kommen. Halt, aber das ist auch komisch, was ich hier baue. Aber das geht eigentlich. Das sieht man. Wir können hier das Ganze wieder in kleinen Schritten bauen. 300 haben wir. Und dann kommen wir hier nämlich eh schon auf eine gesunde Höhe. Schütten das auf. Okay, passt. Soweit. Oder wenn man hier nochmal einen Damm. Aber wir sind hier auf freier Fläche. Da würde ich keinen Damm machen. Wir machen das so. Nehmen gleich mal das zweite Gleis noch mit. Zack, hier hinhängen und einmal auf die Brücke rauf. Oh lala, jetzt sind wir zu nah dran. Oder kann ich da mit M? N? Nein, kann ich nichts machen. Schade. Geht das so? Ne, da haben wir überall. Ja, so wird es gehen mit der Kurve nach hier unten. Okay. Mit der Kurve nach hier oben geht es nicht. Gut. Dafür haben wir schön Güterzüge, die hier kreuzen. Das ist ja auch nett. Wir müssen hier nochmal kurz kappen. So, dass wir früher auf die Brücke raufgehen im Prinzip. Moment. So, jetzt. Und jetzt ein bisschen zurück. Das wäre dann plus minus hier. Steigung haben wir. Und jetzt müssen wir doch rüberkommen. Jetzt haben wir allen Ernstes ein Problem mit dem anderen Gleis. Come on. M und N passiert nichts. So wird es gehen. Und in die Richtung, das, in die Richtung könnten wir ja noch. In die Richtung, heiliges bisschen geht's nicht. Okay, kappen. Ich neige dann doch langsam wieder zum Thema Tunnel. Komisch, aber wahr. So, nochmal M, N, N, M. Ne, M und N reicht eigentlich schon. Oh, Moment. Jetzt geht's aber. Vielleicht geht's sogar ein bisschen zurückgezogen. Nein, geht nicht. Aber wenn wir hier ein bisschen länger werden, dann gab's hier eine Stelle, die hier zum Beispiel. Das würde funktionieren. Gut, dann kämen wir da sogar Richtung andere Brücke. Das wäre eigentlich eh das, was ich wollte. Und jetzt machen wir hier mal diesen Kolossus. Oh, nein, den machen wir nicht. Der hängt ein bisschen weit runter, der Kolossus. Wir machen irgendwie was Schnellzugiges. Ja, zum Beispiel die hier. Die ist immer wieder cool, aber da können wir nochmal gucken, ob wir hier nicht was machen können. Ja, guck mal, mit der Brücke geht es 10-mal einfacher. Das ist ja interessant. Gleich mal nehmen. Hier wieder andocken und dann in die Richtung weg. Jetzt geht es aber natürlich wieder abwärts hier. Das heißt, so weit müssen wir dann doch noch nicht. Sondern wenn, dann so. Mit 300 km/h, damit wir wissen, dass wir gerade sind. Das wäre plus minus U. Und da kommt das Flugzeug aus dem Berg raus. Eieiei, ja, okay. Aber sind wir hier nicht sogar mal mitgeflogen? Aber das hatten wir ja eh auch, dass wir irgendwie durch den Berg durch sind. Das geht dann halt nicht anders, wenn der Bahnhof halt da unten ist. Ja, aber das sieht doch cool aus. Das machen wir gleich mal. Vielleicht haben wir hier ein bisschen arg Gefälle. Darum machen wir es so. Nehmen das zweite Gleis mit und das... Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich klappen. Und stelle fest, nö. Wenn, dann klappt es hier. Das ist aber auch kein Ding. Das können wir reparieren. Hier nochmal wegnehmen. So, jetzt hier rein. Die 300. Oh, Moment, da haben wir aber 235 nur noch. Aber ich glaube nicht, dass wir hier 235 haben. Wir kommen hier gerade relativ frisch aus dem Bahnhof raus. Also die 235 müssten reichen. Weil das gibt nicht eine ICE-Strecke. Ganz klar. Sondern das gibt eine normale Strecke. Und jetzt kommen wir hier... Ach, es ist aber nicht wahr. Jetzt kommen wir hier automatisch, weil es aufwärts geht, halt wieder in den Tunnel rein. Das heißt, wir haben wieder das gleiche Problem. Aber okay, gut. Dann gehen wir da eben... Oder wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir bleiben hier auf Höhe. Mal gucken, ob das klappt. So, ist ein bisschen viel Abgereiße. In der Folge gebe ich zu, aber wir haben immerhin Zäune gebaut. Das heißt... Wir sind nicht nur mit Abreißen beschäftigt, sondern das müsste doch klappen, dass wir hier dann unten durchkommen. Das aufschütten, wir machen das mal. Wenn ich jetzt hier ansetze, kommen wir doch nicht in den Tunnel rein.
Nein, das klappt. Jetzt ist die Frage wegen der Höhe. Das klappt auch. Das sieht man. Wenn wir jetzt noch das rechte Gleis haben, was wir haben, dann würde ich sagen, Operation geglückt. Vielleicht hier noch auf die 300. Sehr schön. Hier unten durch und das klappt auch. So, jetzt haben wir es tatsächlich so, wie ich wollte. Hat sich also gelohnt, dass wir das nochmal gemacht haben. Und, Kollege, Tunnel nochmal abgerissen haben. Gefällt mir besser, diese Art von Strecke. Weil ein Tunnel, das kann man immer bauen. Das ist irgendwie nichts Besonderes. Ich habe nichts gegen Tunnel, die sind auch cool. Aber mir gefällt es eigentlich fast besser, wenn wir überirdisch sind. Ja, wie kommen wir jetzt da rein? Das müssen wir mal gucken. Ich baue mal hier noch. Doch, eigentlich kann ich hier schon mal bauen. Das stellen wir hin. Was ich aber noch nicht machen kann, ist weiterbauen. Weil jetzt muss ich erst oben in Frankfurt mal eruieren. Wie, was, wo. Also von wegen, wo wollen wir hier rein? Das gibt eine Strecke einfach nach Frankfurt und wieder zurück. Das heißt, wir müssen hinten nicht raus. Wir müssen einfach hier vorne rein. Wir brauchen mal unsere Linien. Dann sehen wir, wir hätten hier noch Platz. Das würde heißen, wir müssen auf die Seite kommen. Das ist ein Depotgleis. Das heißt, hier können wir kreuzen. Dann müssten wir im Prinzip hier wieder mit einer Brücke rüber. Also einfacher wäre natürlich, wir würden hier auf dieser Seite sein, auf der linken. Und das würde auch klappen. Dann kommen wir hier rein und können in diese Gleise rein. Okay, dann machen wir das so. Also, dann nehmen wir hier mal Gleis. Welches Gleis war es jetzt? Ach, du grüne Neune. Moment, hier kommt ja das Ding daher. Okay, dann sind es diese Gleise hier. Und die legen wir hier mal an, würde ich vorschlagen. Also machen wir das so, von hier aus kommend. Das ist einfacher. Da rein. Und hier auch rein. Die anderen Gleise da, die sind ja nur zur Reservation. Die können wir zur Not auch kappen, wenn sie uns im Weg sind. Oh lala, wie das klappt. Sehr schön. Also dieses Gleis hier, das kommt je nachdem noch weg. Hier machen wir es wunderbar viergleisig. Und dann können wir nämlich hier einfach den Gleis folgen hier runter und gucken, wo wir dann im Prinzip den Abzweiger haben. Und so kriegen wir hier ein bisschen Leben in den Bahnhof rein und da unten in Stuttgart natürlich ebenso. So, wir bauen es mal bis nach da vorne und dann werden wir uns nochmal umsehen, wie, was, wo. Hier sind wir stehen geblieben. Okay, von hier müssen wir da rüber. Jetzt darf ich aber nicht vergessen, dass wir schon Zäune gesetzt haben und das Spiel abgestürzt ist. Das heißt, es gibt schon gut 10 Minuten Aufnahme. Die muss ich dann noch einberechnen. Aber wenn wir das so machen, dann wäre das relativ nett. Dann könnten wir da vielleicht sogar noch über die Straße rüber. Und hier rein. Was haben wir für ein Tempo? 300, 300, 300. Das passt. Nehmen wir. Machen hier aber natürlich gleich mal noch eine schöne Schranke hin. Schranke nehmen wir die. Okay, passt. Coole Straße irgendwie. Auch wenn mir diese gemoddeten Straßen nicht alle gefallen. Aber die hier, also falls das eine gemoddete ist, es müsste eigentlich eine sein, so wie sie aussieht. Die sieht tatsächlich relativ cool aus. Gut, haben wir. Kann ich hier... Ne, gekauft habe ich schon. Ich muss nicht mehr kaufen. Da kommen wir sogar auch rüber. Ist ja herrlich. Sondern ich muss hier weiterbauen. So, hier oben zusammenhängen das Ganze. Und dann haben wir die Strecke schon. Perfekt. Mal gucken, was das Spiel da genau draus macht. Wenn wir hier rein wollen. Und hier unten würden wir gerne in Stuttgart in den Bahnhof rein. Eigentlich viele Möglichkeiten gibt es nicht. Das Spiel kann eigentlich nur machen, was wir hier haben. Und das wäre das hier. Gut. Das wäre dann die Direktverbindung. Gehen wir mal zurück. Wo ist mein I? Direkt. Einmal mit der Rübe gegen das Mikro. Ne, Verbindung brauchen wir eigentlich nicht, sondern direkt Frankfurt nach Stuttgart. So, das hätten wir. Sehr schön. Was wir noch nicht haben, das sind die Signale. Die setzen wir noch schnell. Die Zeit haben wir noch. Nehmen wir mal die hier. Und gucken, wo wir hier das Signal brauchen. Wir haben wunderbar die Weichen hingekriegt. So, hier nach vorne. Mit ordentlich Abstand. Gegensignal. Und dann kommen wir zu den Blöcken. Machen wir mal einmal hier. Und einmal hier. Dann gibt es hier unten einen Block. Wir wissen einmal mehr nicht, wie lang die Züge sind. Wir machen die jetzt einfach mal random, mehr oder weniger. Halt, wenn es irgendwie geht, vor Straßen, vor Brücken. Einfach der Optik zuliebe. Hier können wir eigentlich auch nochmal einsetzen.
Und hier hinten ist dann Feierabend. Hier geht es in den Bahnhof. Rein. Einmal hier. Und Gegensignal machen wir hier. So, und dann haben wir das Ganze nämlich auch schon zweigleisig. Wenn wir hier gucken, hier unsere weinfarbene Linie. Wunderbar, zweigleisig. Gut, gleich noch ein Lag. Eh klar. Aber ich würde sagen, da machen wir jetzt hier ein Päuschen, machen morgen weiter und dann kaufen wir die Züge gleich zu Beginn. Und dann fahren wir natürlich mit auf dieser neuen Strecke Stuttgart-Frankfurt. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.